Ja, hallo, wieder geht es um das Mahabharata, der große Epos mit der Geschichte der Kauravas und Pandavas. Nun, Drona hatte die Prinzen gut unterrichtet, alle waren ausgebildet und so verlangte er nun seinen Dakshina, seinen Lohn für diese Arbeit, was jeder Schüler seinem Guru gibt, ein Geschenk, ein Dakshina. Und er forderte die Prinzen auf, Drupada zu fangen und zu überwältigen und ihn zu ihm zu bringen. Denn Drupada, wir erinnern uns, hat Drona ja die Freundschaft gekündigt, weil er nur ein armer Brahmane ist und ja, er König. Und so machten sich die Prinzen auf, das Geschenk zu holen, sozusagen, und griffen Drupada in seinem Palast an. Und dieser wehrte sich natürlich mit Händen und Füßen, mit Kraft der Kriegerkaste. Nun, zuerst, weil jeder wollte ja der Beste sein und jeder wollte Drona ein guter Schüler sein und ihm das Geschenk überreichen. Und so stürmten die Kurus mit Duryodhana an der Spitze voran und griffen König Drupada an und seine Armee. Aber einige Zeit später haben sie gemerkt, die sind viel stärker wie wir. König Drupada hat ganz viel Kraft und wir ziehen uns, glaube ich, lieber zurück. Und die Pandavas mit Arjuna an der Spitze haben natürlich gewartet, was die Kurus, die Kauravas so tun. Und als sie gesehen haben, dass sie in die Flucht geschlagen wurden, haben sie angegriffen. Arjuna mit seinem Streitwagen, Nakula und Sahadeva haben ihn von der Seite beschützt und Bhima ging mit seiner Keule voran und ja, hat alles, was sich ihm in den Weg stellte, mit der Keule kaputt gehauen. Yudhishthira sollte nicht mitkommen, so hat Arjuna gesagt, er solle lieber da bleiben. Denn er sollte ja später König werden. Der muss ja auf jeden Fall gesund und heil bleiben. Und so griffen die Pandavas an und es entbrannte wieder ein fürchterlicher Kampf mit der Armee von Drupada und Drupada selber. Und schlussendlich haben sie ihn dann gefangen. Und Bhima wollte noch die ganze Stadt mit der Keule niederhauen, aber Arjuna hat gesagt, nein. Wir haben schon das Geschenk für Drona. Lass mal gut sein. Und so brachten sie König Drupada zu Drona. Und dieser hatte nun sozusagen gewonnen über König Drupada. Und so war Drupada kein König mehr, denn Drona hatte das Königreich erobert bzw. geschenkt bekommen. Und da sie früher mal Freunde mal waren und Drona natürlich ein Brahmane ist, hat er ihm nochmal die Freundschaft angeboten und Drupada willigte ein. Aber damit sie natürlich Freunde sein konnten, denn Drupada sagte ja zu Drona damals, du bist kein König, nicht von gutem Geschlecht, so kannst du kein Freund von mir sein. Und so sagte Drona, ich habe nun das Königreich, ich schenke dir davon die Hälfte. Du nimmst das südlich vom Fluss, ich das nördlich vom Fluss. Und so sind wir beide Könige und wir können wieder Freunde sein. Und Drupada willigte natürlich ein, war auch besser für ihn, aber er war nicht zufrieden, er wollte das eigentlich gar nicht und hat sich schon überlegt, wie kann ich Drona besiegen? Und mit meiner Kriegerkunst kann ich ihn nicht besiegen, denn der hat viel höhere Macht. Und so machte sich Drupada auf den Weg nach einem Sohn, der Drona
vernichten sollte. Und wie es weitergeht mit dem Mahabharata und der Bhagavad Gita, hören wir dann in einem der weiteren Videos. Und ich sage wieder mal danke fürs Zuhören, Zuschauen, gerne bis zum nächsten Video und ciao, ciao.